Hey, hau Kartoffeln, ein weiteres Cyberpunk 2077 Video ist heute für euch am Start. Eine Sache, die Community im Einklang zusammenschweißt und dafür sorgt, dass die Langlebigkeit eines Spiels extrem gesteigert wird, sind Mods. Nicht umsonst wird Skyrim heute noch gezockt, weil da einfach durch Mods regelmäßig neue Inhalte reinkommen, sogar richtige Quests rein, neue Gebäude, Landstriche und so weiter, aber eben auch Textur- und Grafik-Upgrades oder einfach Features, die sich die Community schon lange gewünscht hat. Ist leider ein fast PC-exklusives Ding. Es gibt auch ganz wenige Mods, die man theoretisch auf der PS4 oder PS5 installieren kann oder auf der Xbox, aber da muss man einige Umwege gehen und auch die Konsole so ein bisschen mit dem PC verbinden. Deswegen konzentrieren wir uns hier vor allem auf die PC-exklusiven Mods. Davon gibt es jetzt schon eine Menge für Cyberpunk selbst und vor allem auf die Features, die von euch teilweise schon lange gewünscht waren und die ich selbst auch gerne im Spiel hätte. Wir fangen mal an mit der Third-Person-Mod. Eine Sache, die ja schon vor dem Spiel großes Thema war, dass man das ganze Spiel eigentlich nur in der First-Person erleben kann. Ganz, ganz selten in Cutscenes hat man mal eine Third-Person und im Inventar sieht man natürlich seinen Charakter auch, aber das ist vielen nicht oft genug und deswegen gibt es jetzt die erste Third-Person-Ansicht, die ich euch hier vorstellen möchte. Die ganzen Mods stammen von Nexus Mods, das ist eine recht gängige Seite, wo man verschiedene kostenlose Mods runterladen kann für viele Spiele und dort muss man dann die jeweiligen Dateien in verschiedene Unterordner packen von Cyberpunk selbst, wie gesagt, alles für den PC hier. Und am besten lasse ich euch dazu mal die Originalvideos unten in der Videobeschreibung von denjenigen YouTubern, von denen ich das habe, denn ich selber zocke ja nur auf der PS5, ich kann das leider nicht aufnehmen, aber es gibt natürlich genug andere PC-Spieler, die euch das super erklärt haben, deswegen guckt dort unbedingt mal vorbei. Ich bin hier nur da, um euch die Sachen vorzustellen und ja, Third-Person-Mod ist ein absolutes Highlight, ihr seht es schon. Es gibt verschiedene Kameraperspektiven, wenn man, ich glaube, die B-Taste drückt auf seiner Tastatur und dann kommt man erstmal in eine recht weite Third-Person-Ansicht, kann dann nochmal drücken, um eine Vorderansicht zu bekommen, also wie der Charakter auf einen zuläuft quasi. Und dann gibt es noch zwei Schulterperspektiven, einmal über die linke und über die rechte Schulter. Und wenn man nur ganz normal rumläuft, vor allem langsam, dann sieht das gar nicht mal so verkehrt aus. Die Animationen werden aber spätestens dann richtig janky, wenn es halt in irgendwelche Kampfgeschehen geht oder wenn man ins Auto einsteigt. Ich meine, das Spiel ist halt einfach nicht auf eine Third-Person-Ansicht ausgelegt und das ist hier der erste Versuch, der erste richtige Versuch. Und da gibt es natürlich noch massig viele Clipping-Fehler. Ich meine, es sieht teilweise wirklich grotesk aus, wie irgendwelche Gliedmaßen von einem abspreizen und wie die Animation überhaupt nicht zusammenpassen. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja nicht darauf ausgelegt und diese Third-Person-Mod hat quasi nur den Charakter von dem Charakterbildschirm von der First Person in die Third Person übertragen. Mit den ganzen Animationen, die es halt in der First Person gibt, natürlich müssen die angepasst werden, aber das ist sehr viel Arbeit. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall schon da und spätestens wenn man Gespräche führt und stillsteht, sieht das Ganze wirklich ziemlich gut aus. Ich hoffe auf einen offiziellen Patch, wo wir wirklich sogar eine offizielle Third Person Ansicht bekommen von CD Projekt Red selbst. Ich meine, es gibt ja schon Third Person Cutscenes und so weiter. Selbst wenn nur die ins Spiel kommen würden, die schon fertig sind, wäre das ein ziemlich cooler Schritt und ich mag das wirklich sehr gerne, seinen Charakter auch mal in der Welt zu sehen und nicht immer nur in der First Person rumzulaufen. Einfach als Abwechslung, gebt den Spielern die Option. Optionen sind immer eine gute Sache. Und selbst wenn es nicht offiziell kommt, auch als Mod hat das Ganze noch großes Potenzial. Die Gefahr ist natürlich nur, dass mit offiziellen Patches, die auf jeden Fall noch kommen sollen, die ganzen Mods nicht mehr funktionieren könnten, weil die dann erstmal auf die neue Version abgedatet werden müssen, weil dann natürlich auch Sachen geändert werden könnten, auf die die Mods selbst aufbauen. Aber die Modding-Community ist auch sehr stark am Wachsen, weil viele Spieler das Spiel durchgespielt haben und danach mehr verlangen, mehr Optionen, mehr Sachen, die das Spiel selbst verändern und eine Third-Person-Ansicht ist fast so, als ob man das Spiel nochmal komplett neu spielen würde. Deswegen bin ich mir sicher, da haben wir noch nicht das letzte von gesehen, selbst wenn neue Patches rauskommen, die das erstmal unspielbar machen werden, es wird mit Sicherheit noch Updates und Verbesserungen geben. Machen wir weiter mit der Arasaka-Gesichtsmod, die uns erlaubt, noch viel, viel mehr Gesichtsoptionen bei der Charaktererstellung einzufügen, sodass man auch wirklich mal die Wii vom Trailer nachmachen kann. Das ist nämlich eine der Figuren, die man tatsächlich gar nicht nachstellen kann mit dem Charakter-Editor, den es so im Spiel gibt. Finde ich ein bisschen schade. Das ist auch eine Sache, die relativ leicht umsetzbar ist, noch mehr Optionen bei der Charaktererstellung zu schaffen, gerade auch für Mods. Also da wird es mit Sicherheit in baldiger Zukunft noch viel, viel mehr Auswahl geben, aber auch von offizieller Seite möglicherweise, denn wir wissen ja von Witcher 3, dass später im Spiel noch Frisuren und Bartoptionen dazugekommen sind. Und auch bei Cyberpunk könnte es ja sein, dass wir noch einen Friseur bekommen oder eben auch einen Schönheitschirurgen, wo man seinen Charakter noch
später anpassen kann mit noch mehr Optionen. Und auch eine Sache, die ich mir persönlich sogar wünschen würde, ist eine größere Minimap. Ich habe so oft das Problem, dass ich gar nicht richtig absehen kann, wann ich eigentlich abbiegen muss, vor allem wenn ich mit 200 Sachen über die Autobahn fahre, dann habe ich keine Ahnung, wann jetzt die nächste Kreuzung kommt, wo ich abbiegen muss, und oftmals bin ich schon mitten drauf auf der Spur, wo ich eigentlich abbiegen müsste, wo mir angezeigt wird, ach, hier müsste ich rüber wechseln, ja super, und dann ist natürlich der Crash vorprogrammiert. Und diese Mod erlaubt es euch, die Minimap größer zu gestalten, dass ihr auch wirklich mal die Übersicht beim Fahren behalten könnt. Super Sache, ziemlich einfach umzusetzen, aber dafür halt auch einfach super effektiv. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass es durchaus mal vorkommen kann, dass einfache, aber sehr beliebte Mods von Entwicklern durchaus auch mal offiziell umgesetzt werden könnten und später noch ins Spiel kommen. Mich wundert zwar, dass beim QA-Testen keiner gesagt hat, hey, macht mal die Minimap größer, sondern dass anscheinend alle damit zufrieden waren, aber hey, auch wenn es später noch dazu kommt, ich würde es mir auf jeden Fall für die Konsolen von offizieller Seite noch wünschen. Mit dem ganzen Feedback, was sie über die letzten paar Wochen gesammelt haben, dürfte das auf jeden Fall eine der meistgenannten Wünsche sein. Dann kommen wir jetzt zur Cyber Engine, eine Sache, die sogar viele Mods voraussetzen, dass ihr die davor installiert habt. Und die Cyber Engine ist quasi so eine Grundlage an, ich will nicht sagen Cheatcodes, aber zumindest gibt es dort eine Konsole, wo ihr verschiedene Befehle eingeben könnt. Das ist quasi die Grundlage eines Programmiertools, dass ihr zum Beispiel sagen könnt, hey, ich möchte mich an die und die Stelle portieren oder ich möchte den und den Gegenstand auf einmal im Inventar haben. Leichte Sachen, die zum Beispiel aber auch durch Bugs verhindert werden können. Also gerade für die Komplettisten unter euch, denen irgendein Schemata fehlt, was sie aus irgendeinem Grund nicht mehr finden können. Hier könnt ihr zum Beispiel eingeben, gebt mir alle Schemata im Spiel und dann habt ihr die halt auch direkt. Klar, das gilt halt auch für neue Spieler, die sich irgendwie den Spaß verderben wollen. Für die ist das nicht empfehlenswert. Ich würde euch immer erst sagen, spielt das Spiel einmal durch und wenn euch da noch irgendwas fehlt, wenn ihr noch irgendwas Spezielles machen wollt, dann holt euch ruhig mal diese Mod, um ein paar Sachen auszuprobieren. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem Fling Trainer. Hier könnt ihr nämlich ganz, ganz viele Sachen anpassen, die auf jeden Fall eher in die Richtung Cheatcodes gehen. Und die natürlich auch, wie bei GTA, einfach nur dafür sorgen, dass ihr richtig viel Chaos anstellen könnt. Ihr könnt euch unbesiegbar machen und endlich viel Leben geben. Ihr könnt euch quasi zu einem One-Shot-Monster machen, der jeden Gegner mit einem Schuss tötet, sogar Autos. Ihr könnt euch super schnell machen wie Sonic. Ihr könnt 50 Meter in die Luft springen, ohne dafür irgendwelche Cyberware zu benutzen. Ihr könnt hier einfach super viele Sachen anpassen. Das ist halt einfach mal so ein Tool zum Ausprobieren. Und ich bin mir sicher, das hier wird auch noch als Grundlage für sehr viele andere Mods dienen, die einfach auf schnellere Bewegung oder sowas aufbauen. Und da gibt es auch viele Sachen, die NPCs zum Beispiel anpassen, dass ihr deren Respawns ein bisschen anpasst, dass zum Beispiel nicht mehr so viele Charaktere umherlaufen, die gleich aussehen oder ähnliches. Die habe ich jetzt hier gar nicht mehr im Video dabei. Das sind hier wirklich nur so die Grundlagen der Mods, die ich euch auf jeden Fall vorstellen möchte. Und wir machen gleich weiter mit dem Autonomous Reshade. Und das ist hier quasi ein einfacher Shader, wo ihr viele Optionen habt, zum Beispiel auch zum HDR einschalten. Ist halt kein richtiges HDR, das ist klar. Das sind hier mehr oder weniger einfach nur Filter, die ihr nochmal über Spiel drüber packen könnt, falls ihr denkt, dass das so besser aussieht oder einfach nur anders. Falls ihr ein bisschen Abwechslung haben wollt, dann probiert das damit gerne mal aus. Es gibt noch so ein paar Comic-Filter und sowas. Die sind vielleicht nicht unbedingt dazu geeignet, das Spiel auf dem besten Niveau zu spielen, weil man da wahrscheinlich kaum noch was lesen kann. Aber hey, wer es mal ausprobieren möchte, be my guest. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein richtiges Highlight für euch, nämlich den Unterwäsche-Entferner-Mod. Und ja, wie der Name schon sagt, entfernt halt einfach mal die Unterwäsche, sodass ihr komplett nackt rumlaufen könnt. Wenn ihr gleichzeitig noch den Third-Person-Mod aktiv habt, könnt ihr euch halt wirklich in voller Pracht dabei betrachten, wie ihr nackig durch die Straßen von Night City lauft. Wer auch immer das braucht, bitte sehr. Hier wisst ihr Bescheid, ich packe euch wie gesagt die Links zu den Originalvideos, aber auch zu den meisten von den Nexus-Mods unten in die Videobeschreibung, sodass ihr euch da austoben könnt. Die Erklärung, wie ihr das Ganze installiert, findet ihr auch im obersten Originalvideo. Dort macht er echt einen super Job bei der Erklärung und welche Dateien ihr in welchen Ordner packen müsst. Wie gesagt, ich kann das ja leider selber nicht ausprobieren, aber da bin ich sehr dankbar, dass es andere gibt. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich, dass viele von diesen Features auch noch reinkommen ins Spiel. Gerade Minimap, gerade besseres Handling, KI, Polizei-Wanted-System, Third-Person-Mod vielleicht sogar auch noch. All das sind ja gewünschte Features, die man durchaus von offizieller Seite noch ins Spiel bringen könnte. Teilweise sogar Sachen, die aus dem Spiel wieder rausgestrichen wurden, wie Questlines oder halt bestimmte Features. Aber ja, ich denke mal, da können wir uns auf jeden Fall auch noch auf weitere Updates von CDPR selbst freuen.
Das war's von meiner Seite. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem meine Profit, Chris, der Joker, René, Markus, Matze, Ralf, Kevin, Big Chris TV, Lella Assassin, Kroger, Drank TV, Tamara, der Lukas, Marco, Lananda, Gerald, Last Human, Chili, Tom, Christian, Whitey McLean und Grey Shooter. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Kartoffel, Kartoffelkönig. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.